übrigens, es ist Weihnachten. Schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da habe ich aktuell eine coole Verlosung laufen von einem Kinderbuch. Ja, ja, wollte ich nur gesagt haben. Und alle anderen Verlosungen stehen immer unten in der Infobox. Nur für dich zur Info. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch ja, zusammen mein ja, Weihnachts-Make-up schminken. Ich werde ja insgesamt tatsächlich viermal Weihnachten feiern. Mehr dazu erzähle ich euch heute bei mir im Video. Und deswegen, ich bin ungeschminkt, ich bin auch ungestylt, ich habe keinen Schmuck, gar nichts drauf. Also das kommt nachher alles noch. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, zunächst mal muss ich ja mich ein bisschen primen und da benutze ich von Love den Perfectitude Hyaluronic Serum Primer. Den habe ich in einem Produkttest zugeschickt bekommen und ja, da nimmt man sich einen Pumpstoß auf die Hände und der soll quasi die Leuchtkraft der Haut verstärken. Verreibe ich so und dann geht's auf die Haut schon drauf. Noch kann ich das ja alles schön über meinen Bildschirm mir angucken. Später muss ich mir definitiv mal einen Spiegel dazu holen. Also der Primer hat eine mega leichte, angenehme Textur, zieht schön in die Haut ein und fühlt sich richtig angenehm an. Ich verteile den auch immer ganz gerne bei mir so auf dem Hals, weil da ja auch immer so ein bisschen was an Make-up und Co. hinkommt. Make-up Foundation, sage ich mal. So, jetzt wird es mir gerade ein bisschen warm. Da muss ich mal eben das Oberteil ausziehen, dann sitze ich nur noch im Topf vor euch. Es ist doch mit Heizung und Lichtern und allem immer etwas warm hier. Ja, also was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir den Primer dann noch so ein bisschen eindröppel, ne, einen Klöppel in die Haut, wie ich das bei Masken ja auch immer ganz gerne mache. Dabei könnt ihr natürlich jetzt auch meine wunderschönen Weihnachtsnägel sehen. Das ist mein Schneeflock. Während der Primer einzieht, kann ich euch ja mal erzählen, warum ich viermal Weihnachten feiere. Und zwar sind sowohl die Eltern von mir als auch von meinem Freund getrennt und ja, so haben wir viermal Weihnachten. Damals waren es nur dreimal und 2010 ist es dann auf einmal zu viermal geworden. Ja, so ist das Leben, ne? Passiert, finde ich aber auch nicht so schlimm. Kriegt man viermal Geschenke, hat man viermal lecker Essen, ist doch auch ganz nett, oder? Wer von euch ist auch Scheidungskind? Stimmt mal ab. So, der Primer ist jetzt ganz gut eingezogen. Jetzt nehme ich mir die Foundation und zwar, ja, wie das halt immer so ist, die sehen jetzt nicht so mega hübsch aus hier bei mir. Da habe ich hier die Perfect Match Foundation von L'Oreal. Habe ich in der Farbe 2N Vanilla. So. Und die muss ich natürlich erstmal etwas schütteln. Die benutze ich ganz gerne. Ich finde die ziemlich leicht auf der Haut. Aber hat so eine, ja, semi-gute Deckkraft. Also so, ja, ne? Semi-gute, semi-dolle Deckkraft. Ich weiß nicht. Ja, finde ich ganz nett. Heute habe ich Lust drauf, die mit einem Pinsel aufzutragen. Da habe ich von Real Techniques den Expert Face Brush. Ist das RT200? Ich weiß es nicht. Der ist relativ fluffig. Ich mag den ganz gerne. Gebe ich mir einfach hier mal so. Das können wir auch mein Pinselchen. Tupper mir das hier erstmal so auf. Jetzt ist übrigens der Zeitpunkt erreicht, wo ich einen Spiegel noch brauche. Denn in diesem Display erscheint alles doch etwas anders als in der Realität. Und bevor ich danach heute Abend sitze und alles sieht ein bisschen kacke aus, nehme ich mir hier einen anderen Spiegel. Ja, bei uns fängt Weihnachten tatsächlich dieses Jahr am 23. schon an. Weil wir uns überlegt haben, wir wollen wirklich jeden Tag auch irgendwo sein, beziehungsweise jeder Partei mehr oder weniger einen Tag auch schenken, in Anführungsstrichen, sodass man jetzt nicht so total abgehetzt von A nach B immer fahren muss. Das fand ich die letzten Jahre immer etwas anstrengend, dass man gesagt hat, okay, ich möchte vielleicht noch einen Tag haben, wo man dann zu zweit einfach nur Zeit verbringt. Da haben wir dann gesagt, okay, nee, dieses Jahr möchten wir wirklich jede Partei einen Tag lang um uns haben, um da auch entsprechend ja, entspannter zu sein, ne? Und das Ganze so ein bisschen zu entzerren und ja, fand ich auch irgendwie angenehmer. Dieser Part von meinem Make-up ist übrigens das, was mir am wenigsten gefällt, Foundation auftragen. Deswegen lasse ich den auch sehr, sehr oft aus, weil ich das unheimlich nervig finde. Es ist langwierig, du musst es einarbeiten, du musst es verblenden. Du musst zusehen, dass es sich ordentlich mit der Haut verbindet. Oh, furchtbar. So,
so. Also bei der Foundation sieht man definitiv, dass sie jetzt nicht hundertprozentig abdeckt, aber das soll sie auch gar nicht. Also ich mag keine Full-Coverage-Make-up-Foundations, wie auch immer. Also man sieht meine ganzen Muttermale hier überall noch so ein bisschen durch. Ich habe sehr, sehr viele Muttermale. Das ist echt der Wahnsinn. Vor allem hier so an der Seite sieht man die alle noch. Finde ich aber auch ganz gut, weil das Ganze dann in dem Sinne dann halt noch irgendwo natürlich bleibt. Meine Güte, ich bin jetzt schon fast 10 Minuten hier dabei, diese Foundation zu verblenden. Oh, das liegt aber einfach nur daran, dass ich unheimlich selbstkritisch bin und das immer ganz perfekt haben will. So kann man es jetzt erstmal lassen, würde ich sagen. So, als nächstes nehme ich mir meinen geliebten Revolution Conceal and Define Concealer. Den habe ich hier in der Farbe C2. Ja, ne? Benutze ich sehr gerne. Hat ein schönes großes Füßchen. Riecht nicht so allzu fies in die Fältchen. Also der ist ganz nett und freundlich. Und ja, den trage ich mir jetzt erstmal auf. Und um den Concealer jetzt einzuarbeiten, nehme ich von BH Cosmetics die Nummer 6. Bin ganz gespannt, wie mein Make-up heute halten wird. Denn, ja, ich habe eine Erkältung. Und werde mir gefühlt 5000 Mal die Nase heute putzen müssen. Mal gucken. Also ich denke, dass ich da ordentlich Setting Spray heute benutzen werde. Aber wer kennt das? Wenn du einfach erkältet bist und dich gerade schön geschminkt hast und du dann niest. Super. Also ich finde, dass der Primer sich ganz gut mit der Foundation und dem Concealer verträgt, sage ich mal. Ja, das macht eine ein ganz gutes Ergebnis. Gefällt mir richtig gut, wirklich. Ich benutze es heute das erste Mal auch wirklich zusammen. Heute mit euch, live vor der Kamera. Dinge, die man eigentlich niemals tun sollte. Eigentlich soll der ja auch so ein bisschen die Poren minimieren. In der Kamera sieht es so aus, als ob. Wenn ich aber meinen Spiegel nehme, muss ich gestehen, dass ich das nicht so empfinde. Also ich finde, hier sieht man noch deutlich die Poren. Und ja, so verfeinert ist das Hautbild jetzt nicht unbedingt. Jedenfalls nicht in live. In der Kamera ja, in live nein. So, jetzt sehe ich sehr nudie aus. ja, dann machen wir mal weiter. Und zwar möchte ich jetzt natürlich meinen Concealer setten. Dafür nehme ich das Puder, was ich nachher auch zum Abpudern nehmen werde. Und zwar habe ich hier von Manakada Beauty so ein Puder. Das war auch mal in der Glossybox, glaube ich, mit drin. So, dann habe ich hier meinen Setting Brush von Real Techniques. Das ist die 402. Das ist ein sehr, 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 sehr leichtes Puder, was ich echt angenehm finde. Aber was sehr gut hält. Unter den Augen trage ich gerne etwas mehr Puder auf, dass wenn ich nachher mein Augen-Make-up schminke, dass ich dann das, wenn Fallout da ist, das einfach so noch wegwischen kann. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Augen. Ja. Als erstes trage ich mir eine Lidschattenbase auf. Das mache ich nicht immer, das mache ich nur, wenn ich wirklich viel benutze. Also wenn ich viel Make-up oder viel... Da fliegt ein Flugzeug über unser Haus. wenn ich wirklich viel Lidschatten benutze. Da habe ich hier von Freedom den Pro Eye Primer. So. Hat, glaube ich, keine Farbe. Ist einfach ein Primer. ja, so ein Füßchen, wie so ein Lipgloss. Und dann trage ich mir das einfach auf. Es muss nicht ordentlich sein. Ich habe nur sehr, sehr viele Augenäderchen. Und die versuche ich dann ja damit so ein bisschen... ja, zu kaschieren und einfach so eine einheitliche Basis zu schaffen. So, das Ganze wird dann wieder mit meinem Concealer-Pinsel so ein bisschen, ja, verteilt. So, meine Augen sind jetzt soweit geprimed. Dann können wir jetzt mal so ein bisschen anfangen zu eskalieren. Ich freue mich. ja, heute möchte ich gerne mit der Desert Oasis Palette schminken. Und zwar ist die von BH Cosmetics. Die enthält sowohl Lidschatten als auch Highlighter. So sieht die Palette aus. Ich finde die sehr, 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 sehr schön. Und ja, sie ist halt recht nudig, recht ja, natürlich gehalten. Aber ja, man kann unheimlich viele Looks mit ihr schminken. Also wenn man richtig eskalieren will, kann man Hot Spring oder Türkis nehmen. Aber Leute, es ist Weihnachten, da nimmt man doch keine blauen Töne. Jedenfalls ich nicht. Ich habe nachher ein zu meinen Nägeln passendes Outfit. Also von daher werde ich mich dann hier so im nudigen Bereich aufhalten.
So, zuerst werde ich jetzt meine Augen einmal setten und dafür nehme ich den Deluxe Crease Brush von Real Techniques. Ich hatte mal so ein Pinselset mir bestellt. Und haue hier gleich meine ganze, mein alles um. So, setten möchte ich hier gerne mit dem Farbton Sand. Da gehe ich rein. Kickback, hallo. Klopfe den Pinsel ab und tupfe mir das hier so auf mein komplettes Augenlid. Und ein bisschen drüber. Was soll's. Und das gleiche natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. So, das ist soweit ganz schön. Finde ich auch sehr, sehr passend vom Farbton her. Als nächstes gehe ich in die Farbe Canyon hier und setze mir das in. Wow! Also, was Kickback angeht, hallo, da ist ordentlich viel von da. Dann hoffe ich natürlich, dass die Pigmentierung auch ordentlich ist. Ne? Also, das ja, wäre ein Träumchen. Setze ich mir dann halt hier erstmal in meine Crease, da ich ein bisschen Schlupflider habe, sagen wir ein bisschen. Setze ich das ein bisschen höher an. Okay, es ist das erste Mal, dass ich mich mit dieser Palette schminke. Hier geht's ab. Man muss den Farben aber definitiv lassen, dass sie sich sehr schön verblenden lassen. Um jetzt mal kurz hier so ein bisschen das Chaos zu beseitigen, nehme ich mir kurz nochmal den Foundation-Pinsel und gehe dann nochmal kurz entlang, um so ein bisschen die Farbe zu minimieren. Memo an mich selbst, neue Lidschattenpaletten immer vorsichtig benutzen. Okay, ich gehe nochmal in Canyon rein. Dieses Mal tupfe ich da nur so ein bisschen rein. Klopfe den Pinsel ab und gehe hier in meine Crease. Und sehe da, es geht deutlich besser. So, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Als nächstes nehme ich mir den Pinsel von BH Cosmetics Nummer 10. Der ist so ein bisschen fluffig, aber gleichzeitig auch abgeschrägt. Und ja, ich hätte ihn vorher ordentlich sauber machen können. Ich habe es mal ein bisschen gemacht. Und dann gehe ich in die Farbe Heat Haze, der rote hier. Oh, da kommt nicht so viel. Und jetzt möchte ich mir so ein bisschen hier in das äußere V geben. Tut sich nicht allzu viel, ne? Gehe ich mal ein bisschen kräftiger in die Farbe rein. Klopfe aber trotzdem vorsichtshalber ab, aber da klopft nicht so viel ab. Und dann presse ich mir den richtig hier so dran. Da kommt jetzt ein bisschen mehr. Und dann ziehe ich mir den so ein bisschen noch rüber. Und wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Also solche abgeschrägten Pinsel sind für mich mit meinen Schlupflidern eigentlich sogar mit am besten. Und deswegen verwende ich die sehr, sehr gerne. Natürlich muss ich das hier oben gleich noch ein bisschen verblenden. Dann sieht das alles ein bisschen ordentlicher aus. Aber so ist jetzt erstmal der Anfang gemacht, sag ich mal. Also ich finde Weihnachten viermal zu feiern eigentlich ganz cool. Und ich kannte das halt nur vom Kindsein, dass meine Eltern zusammen sind, aber vor 8 Jahren haben die sich getrennt und fand ich jetzt eigentlich nicht so schlimm, denn mittlerweile die Partner, die die haben, sind auch total super. Also in Anführungsstrichen Stiefmama, Stiefpapa ist es ja nicht wirklich, ne? Weil meine Eltern leben ja noch. Ja, ungewohnt, aber ist wenn so und man gewöhnt sich halt an alles und es sind auch beide wieder verheiratet, also von daher ist es für mich auch einfach normal, ne? Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wo ich sage, oh mein Gott. Und ich war ja auch damals schon erwachsen, als sie sich getrennt haben. Also ist mir so. So, mein Pinsel, den ich jetzt gerade verwendet habe, mache ich jetzt noch ein bisschen sauber, damit ich wieder in einen etwas helleren Ton reingehen kann. Denn ich möchte jetzt immer wieder mehr Richtung Mitte gehen. Und zwar gehe ich jetzt in die Farbe Quarz rein und setze mir den in die Mitte.
finde ich richtig schön. Richtig, richtig schön. Also das ist für mich auch ein weihnachtliches Make-up, ne? Sowas mag ich ja. Wenn das so rot-gold quasi wird. Hm. So, jetzt ist mal ein bisschen Zeit zum Verblenden. Dann nehme ich hier einen Blenderpinsel von Essence. Und verblende mal so ein bisschen. Erst ohne irgendein Produkt. Und dann kommt gleich Produkt noch mit dazu. Und dann verblende ich nämlich mit der Farbe Sand, mit der wir auch quasi das Augenlid vorher gesettet haben. Wie feierst du eigentlich Weihnachten? Mit der Familie? Oder nur mit dem Partner? Mit den Kindern? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Denn ich finde, jeder feiert Weihnachten komplett unterschiedlich. Also so richtig ein klassisches Weihnachten in dem Sinne gibt es in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr, weil du fast nur noch Patchwork-Familien und sowas hast. Das finde ich sehr interessant. So, jetzt haben wir das Ganze verblendet. Ich finde, vorlauttechnisch ist da nicht allzu viel. Trotzdem werde ich ja nachher nochmal eben drüber gehen, um das Ganze so ein bisschen nochmal abzupudern und so. Augenbrauen. Dann nehme ich hier von Catrice den alte Slimmatic oder Ultra Slimmatic? Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Den habe ich in der Farbe 020 Medium. Ich liebe diesen Spoolie. Ich liebe es, dass es hier so dünn ist. Oh, läuft. Meine Augenbrauen und ich, wir wären noch echt keine Freunde. Ich benutze ja zurzeit von Benefit diesen Brow, was auch immer, wie der heißt. damit die Augenbrauen dichter werden. Ich finde, ein bisschen tut sich da, aber jetzt nicht die Welt, ne? Ich meine, was willst du da auch groß machen hier? Ich mache eigentlich immer erst, dass ich mit dem male und dann verblende ich komplett. Also irgendwie, ich bin halt etwas so. Jeder hat da so seine eigene Technik, oder? Ich bin da nicht festgelegt auf irgendwelche Richtlinien. So, verblenden. Heute geht's dann erst zu meinem Papa, seiner Frau und meinen Großeltern väterlicherseits. Das sind auch die einzigen, die ich noch habe. Und ja, dann gehen wir heute Abend erstmal schön essen. Und nachdem wir essen waren, holen wir dann Sammy ab und dann machen wir da schön Bescherung. Ich habe euch ja schon in meinem Video gezeigt, was ich so meinem Papa und seiner Frau und meinen Großeltern schenke. Ich finde das immer ganz schön. Ich liebe es, Geschenke auszusuchen, einzupacken. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich verschenke lieber, als dass ich was geschenkt kriege. Macht mir irgendwie viel mehr Spaß. So, jetzt habe ich Augenbrauen. Ist immer schön, dass man sich die heutzutage so zaubern kann, ne? So, als nächstes möchte ich mir einen Bronzer auftragen. Da habe ich hier von Too Faced ein Milk Chocolate Soleil. Ja, welche Farbe bist du denn? In der Farbe Matt. Ist das wohl die Farbe? Ich liebe ihn. So sieht die Verpackung aus. Oh, ich finde es total schön. Da hast du hier ein Herz drauf. Und so sieht der von innen aus. Du hast sogar einen kleinen Spiegel dabei. Und der riecht gut. Herrlich. So, dann nehme ich mir einen Pinsel von Real Techniques, die 400. Das ist der Blush Brush. Ich benutze ihn aber für Bronzer. Gehe dann schön rein, denn ich mag Bronzer gerne. Und trage mir den hier so E-förmig auf. Ich weiß nicht warum, aber ich bronze meine Ohren auch immer so ein bisschen mit, damit es halt, damit man nicht so unbedingt die weißen Übergänge oder so sieht, weil meine Ohren haben irgendwie ihre eigene Hautfarbe. Die könnten auch fast ihre eigene Postleitzahl kriegen, so groß wie die sind, ey. Aber ich mag meine dummen Ohren. Dann höre ich was. Wobei ich eigentlich gar nicht so gut höre. So. Und die nächste Seite. Das ist übrigens etwas, was ich ultra gerne mache. Nämlich bronzen und blushen und mit großen, fluffigen Pinseln in meinem Gesicht rumwuseln. Das mag ich sehr gerne. So, haben wir Bronze aufgetragen. Pusten wir das Vorlaut weg. Als nächstes benutze ich einen Blush. Und da habe ich von Essence I Want Candy Scented Blush Shimmer Pearls. Also wenn man das aufmacht und das Viecher entfernt, hast du hier Perlen drin. Und das trage ich mir auf mit meinem Pinsel von BH Cosmetics, die Nummer 1. Das ist so ein abgeschrägter, wie ihr seht, gut benutzt, nicht gewaschen, sehr gut cloudy. Und das riecht gut. Ich mag das. Für alle, die sich jetzt wundern werden, ich mag Blush.
Und bei mir darf Blush auch an anderen Stellen hin, wo als wo normal, sag ich mal. Also ich ziehe den tatsächlich hier auch immer so ein bisschen mit hoch sogar noch. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mag das einfach. Dann kommt das hier auf die Apfelbäckchen und hier so ein bisschen noch in den Bronzer mit rein. Nachher wird das auch nochmal alles miteinander verblendet, aber ne? Und dann ziehe ich das immer so ein bisschen noch hoch. Ich weiß gar nicht warum. Ich mache das irgendwie ganz gerne. Aber wie gesagt, jeder hat da so seine eigene Technik, seine eigene Welt und seine eigene Art, sich zu schminken. Ich mache das ganz gerne einfach so und fühle mich damit einfach wohl. Also jeder schminkt sich auch, finde ich, so, wie man sich wohl fühlt. Und ja, bislang hat noch keiner mich auf der Straße angesprochen und gesagt, Mensch, du siehst aber scheiße aus. Nein, jedenfalls nicht in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren. Gut, zur Teenagerzeit, ganz ehrlich, ne? Blauer Lidschatten, hallo. Da war ich am Start. Vor allem ich mit meinen grünbraunen Augen mit blauem Lidschatten. Das sah total übel aus. Jedenfalls so, wie man den damals aufgetragen hat. Das war ja monoblau. Also da hatte ich einen von Manhattan in meiner Jugendzeit. Der hat geschimmert. Und der sah aus, Leute, ganz ehrlich, der sah einfach nur noch furchtbar aus. Ich schäme mich. Ich hatte dazu eine Schlangenleder-Optik-Jacke, aber haltet euch fest, in pink, nicht in rosa, in pink. Und ja, das war dann so mein Outfit. Ich sah echt furchtbar aus. Also, dass meine Eltern, die haben was gesagt. Ja, ich wollte es nicht hören. Ja, was habt ihr so für Jugendsünden gemacht? Schreibt es mir doch gerne unten mal in die Kommentare, wie ihr damals zur Teenagerzeit rumgelaufen seid. So, was möchte ich denn jetzt machen? Ich möchte eigentlich meinen Lidschatten noch weiter nach unten ziehen. Dafür nehme ich mir eigentlich immer so einen Augenbrauenpinsel quasi von BH Cosmetics. Das ist die Farbe, der Pinsel Nummer 12. Der ist ganz, ganz flach. Und weil ich das halt sehr dezent mache, deswegen, naja, ich nehme mir dafür den Heat Haze nochmal. Das war dieser rote. Ups, jetzt bin ich schon reingegangen. Das wollte ich nicht. Ich rücke ein bisschen und dann mache ich mir den hier unten in die erste Hälfte rein. Und ziehe den auch so ein bisschen mit nach oben. Kommt gleich natürlich noch ein Eyeliner, aber ne? Schon mal so als Vorbereitung. So gefällt mir das ganz gut. Ich rücke wieder rum. Ich sollte mir mal einen Drehstuhl zulegen. Dann wird das mit dem Rumrücken etwas einfacher. Und dann mache ich das auf der Seite halt auch nochmal. So, nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann nehme ich mir ein Kosmetiktuch. Putze meinen Pinsel ein bisschen grob ab. Zack. Und gehe dann in die Farbe Quarz. Und den hatte ich mir eben in die Mitte aufgegeben. Den gebe ich mir dann auf die andere Hälfte und ziehe mir das auch so ein bisschen noch mit hoch. Aber da kommt ja gleich noch eine andere Farbe, eine Highlighterfarbe in den Innenwinkel. Sieht man das doch, ne? Das wird dann nachher vermischt mit der anderen Farbe, die dann noch kommen wird. Aber den Highlighter, den hebe ich mir immer zuletzt auf, weil den liebe ich. Ich liebe Highlighter. Ich liebe es zu blinken und glitzern und oh, es ist einfach schön, dass es sowas heutzutage gibt. Das hat es damals nicht gegeben. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Oh, richtig schön. Manche würden sagen overblushed, aber da kommt noch Puder drüber. Ich mag es. Nein, Nase konturieren mache ich nicht. Will ich nicht, kriege ich nicht hin. Habe ich schon ein paar Mal versucht, hat bei mir nicht so funktioniert. Aber ich habe jetzt ja auch nicht den Ultra-Zinken. Ne? Ich habe bislang das immer nur so gemacht, dass ich meine Nase leider betont habe. Das hat ein bisschen kacke ausgesehen. So, als nächstes mache ich mir jetzt erstmal ein bisschen Puder drüber. Nehme ich mir wieder mein Manakadar-Puder. Was habe ich hier eigentlich für einen Pinsel? Der ist von Revolution F104. Einfach so ein Puderpinsel, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann gehe ich ordentlich rein und ordentlich einmal über alles drüber. Und da ich ja tatsächlich sowohl Bronzer als auch Blush immer ziemlich derbe auftrage, bleibt noch genug nachher übrig.
Mensch, der Primer gefällt mir. Den finde ich richtig toll. Der verträgt sich so gut. So, so gut mit meiner Foundation. Hi. Das freut mich, ne? Und das nicht nur, weil ich ihn zugeschickt gekriegt habe, sondern weil ich den echt fein finde. Also ich finde, mein Hautbild sieht nett aus. Natürlich, die Poren sagen so ein bisschen guten Tag, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass es einfach... Ich bin ein Mensch, ich habe eine Haut. Und es wäre ja furchtbar, wenn man durch... Wenn man einfach nur gefotoshoppt durch die Gegend laufen würde. Ich darf doch auch Poren haben. Ich darf auch Narben haben. Ich darf Muttermale haben. Ich darf alles haben. Aber ich darf mich aufhübschen. Das darf ich. So, kommen wir zu dem relativ komplizierten Teil des Tages. Und zwar Eyeliner ziehen. Eyeliner ziehen vor der Kamera ist immer so eine Sache. Jetzt, wo man sich... Das wäre jetzt hier der... Das ist für die Lippen. Jetzt, wo man sich nämlich so schön die Augen geschminkt hat, hat man immer ein bisschen Schiss, das jetzt zu verkacken. Ich habe hier von BH Cosmetics den BH Liquid Eyeliner. Habe ich mir in meinem Black Friday Haul ja zweimal bestellt. Einmal als Goodie nochmal dazu gekriegt. Und einer ist total ausgetrocknet angekommen. Einen kriegt meine Mama zu Weihnachten. Und den habe ich dann behalten. Aber schaut selbst. Ja, das Innenleben der Kappe kommt immer mit raus. Das ist ein bisschen blöd. Also, die sind nicht billig, ne? Aber es ist ein Filz-Eyeliner, den ich sehr gerne mag. Er macht ein schönes Schwarz. Nein. Leute, jetzt wo ihr es sagt, ne? Muss ja noch meinen Innenwinkel highlighten. Ach Mensch, ach Mensch. Gut, dann machen wir das doch mal. Dafür nehme ich den Pinsel von BH Cosmetics, die Nummer 11. Auch von BH Cosmetics habe ich mir mal ein Pinselset bestellt. Merkt man kaum. Und dann möchte ich gerne als Highlight hier Serenity nehmen. Da gehe ich ganz gut rein. Das mag ich. Highlight darf sein, ne, Leute? Gibt es zu viel Highlight? Ich würde sagen, nein. Eigentlich nicht. Kommen die auch schön in den Innenwinkel. Oh, das ist geil. Dann ziehe ich mir den ein bisschen runter. Heieiei. Ah, ich bin am Glänzen wie ein Tannenbaum. Oh, das darf ich, denn es ist Weihnachten. Yay. Auch den setze ich mir hier unter meinen braunen Bogen. Aber es wird gleich hier noch ein bisschen mit Highlighter eskaliert. Oieiei, der ist schön. Der ist richtig schön. Also, der ist nicht zu doll. Hat so einen leicht goldenen, roségoldenen Unterton und es gefällt mir irre gut. Schön, wenn man hier seine nicht gezupften Augenbrauen einfach so ein bisschen betont. Die wachsen nämlich bei mir hier unten, ne? Wäre ja schön, wenn die hier in der Mitte wachsen würden, damit das Ganze halt so ist, wie ich mir die male. Aber nein, natürlich nicht. So, jetzt habe ich das ganze Kram gehighlightet. Sehe aus wie ein Tannenbaum. Yay, es ist Weihnachten, man darf das. Pinsel kommt weg und jetzt hole ich mir den Eyeliner. Besser spät als nie nochmal, ne? Hier nochmal das Spektrum. Tada! Es ist ein Filz-Eyeliner. Ich mag Filz-Eyeliner. Manche mögen keinen Filz-Eyeliner. Dann nehme ich mir hier einen kleinen Spiegel. Den habe ich ja von der lieben Fiona geschenkt gekriegt. Und dann ziehe ich mir den Eyeliner. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege, dass ihr das mitkriegt. Für mich ist es wichtig, dass ich jetzt überhaupt einen Eyeliner gezogen kriege, ne? Nicht schön, aber selten, ne? Also der ist jetzt echt nicht super präzise geworden oder so, aber ich habe einen Wing hingekriegt. Immerhin ein bisschen ist da was passiert. Er ist mir ein bisschen zu dick geworden, aber irgendwie wollte der Eyeliner gerade nicht so wie ich. Na, 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 na. Und jetzt die nächste Seite.
So, damit kann ich jetzt erstmal für heute leben, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht ultra krass geil geworden, aber es ist jetzt nur mal ein Eyeliner geworden. Übrigens musste ich die ganze Zeit den Eyeliner hier an meinem Handrücken abwischen, weil es hier so warm ist und ich den immer wieder reaktivieren musste. Naja, so, das haben wir dann schon mal geschafft. Doch, gefällt mir doch ganz gut. Ja, kann ich nicht meckern, ne? Super. Dann mache ich mir jetzt mal eben Mascara drauf. Aktuell verwende ich sehr gerne von Bobbi Brown die Mascara. Die heißt Smoky Eye. Habe ich auch schon mal in meinem Mascara-Test getestet. Die ist mittlerweile einfach so zu meiner Alltagsmascara geworden. Hat so ein relativ unspektakuläres Bürstchen, aber sie macht echt ein schönes Ergebnis. Ne? Also so sieht jetzt eine Schicht von der Mascara aus und sie gefällt mir richtig gut. Muss ich sagen. Ich finde, zu Weihnachten darf man sich auch gerne etwas intensiver schminken, weil es ist festlich. Man darf das. Man zieht sich ja auch etwas schicker an und von daher darf dann auch der Look entsprechend sein, finde ich. So. Fertiger Augenlook. Ich hoffe, er gefällt euch. Also mir gefällt es richtig gut. Ja. So, was noch fehlt, ist Highlighter, Lippen und Fixing Spray. Als Highlighter verwende ich hier die Highlighter, die hier in der Palette drin sind. Dann nehme ich hier den Mirage. Bin ich gespannt drauf. Habe ich noch nicht verwendet. Vorsichtig? Nö, wieso? Hallo. Ein schöner Goldschimmer bewegt sich auf meine Wangen. Ich ziehe ihn noch ein bisschen hoch, denn ich habe ihn sehr gern. Oh, der gefällt mir. Macht einen schönen Glow. Also nicht zu krass, aber auch nicht zu wenig, ne? Und auch nicht zu grob. Also ich finde ihn sehr fein. Ich mache ihn auf die nächste Seite drauf. Da seht ihr das wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Er gefällt mir. Oh ja. Oh ja. Das ist schön, oder? Ei, ei, ei. Ich sehe so erwachsen aus. Ja, ja, ja. So. Dann kommt noch ein bisschen was auf meine Nasenspitze und ein bisschen nach oben. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Dann auf mein Lippenherz. Und ein bisschen auch unter meine Lippen. Das lässt die Lippen dann einfach noch ein bisschen voller wirken. So, kommen wir zu den Lippen. Da könnte man jetzt entweder sagen, okay, cool, zum Look passen auch echt schön nude Lippen, weil die Augen auch so extrem geschminkt sind. Ich habe mich entschieden, weil es halt ein Festtagslook ist, auch einen etwas festlicheren Lippenstift zu nehmen. Und zwar habe ich hier von Love ein. Das ist die Nummer 603 Lip Affair Metallic Bronze Sculpting. Und so sieht er aus. Und so sieht das Swatch aus. Und ich denke, dass es sehr, sehr schön zum Augen-Make-up passen wird. Ich versuche das jetzt mal, ohne Lip Liner aufzutragen. Versuch macht klug. So, dann schauen wir mal. Ohne Lip Liner finde ich den ganz schön schwierig aufzutragen. Aber ich finde die Farbe schön. Ich finde, dieser Lippenstift passt super zum Augen-Make-up. Was meint ihr? Ja, ich finde es wirklich cool. Last but not least Setting Spray. Da habe ich jetzt hier, das fällt schon so ein bisschen auseinander, beziehungsweise die Schrift löst sich und dann hast du überall immer diese schwarze Geschichte drauf, aber das ist nicht schlimm. Von Catrice Prime and Fine, das Multitalent Fixing Spray, das ist das lilane. Das finde ich sehr schön. Sieht man, dass ich das sehr schön finde. Okay, auf geht's. Fixing Spray ist aufgetragen, trocknet langsam ein und Leute, das ist mein Festtags-Make-up für den ersten Tag von Weihnachten, für mich der 23. Dezember.
Ich finde es mega schön. Also, ich finde, es ist echt gut geworden. Bin ein bisschen stolz auf mich, denn normalerweise bin ich echt nicht so der Schminkpro. Das wisst ihr, das sage ich immer wieder. Ich weiß nicht, wie gefällt es euch? Sagt einfach mal unten in den Kommentaren, wie und ob und keine Ahnung, ne, wie ihr das so findet, ob euch das gefällt. Ich, keine Ahnung. Für mich ist es extrem viel geschminkt. Für manche ist es vielleicht sogar fast noch dezent. Ja, ihr Lieben, ich blende euch jetzt hier einfach mal ein Foto ein, wie ich quasi in meinem ersten Festtagsoutfit aussehe mit diesem Make-up. Schmuck-Adventskalender von Tosh, das auch. Das ist von Godido. Schmuck-Adventskalender von Tosh. Das ist von Fossil. Das ist mein. Ich bin ein Jahr mit meinem Freund zusammen, Ring, also quasi vor 12 Jahren habe ich den Geschenk gekriegt. Ja, das ist der fertige Look. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Dadurch zeigst du mir auch, dass du mehr von diesen Schminkvideos haben möchtest. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, da Weihnachten ist. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, ich hoffe, du hast schöne Weihnachten und lass es dir einfach gut gehen. Hab eine schöne Zeit und genieße es. Genieß die Feiertage. Happy Holidays. Ich verlinke dir hier oben einfach mal meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings 2018. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich gerne kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.